Wenn der erste FC Nürnberg gegen Greuther Fürth spielt, wird es laut. Die Reiterstaffel der Polizei hält die Fans beider Vereine im Zaum. Für euch zur Info, Pyro wird gezündet, die ersten Rauchtöpfe rauchen. Die Situation an sich zwischen den beiden Vereinen, da gibt es immer wieder Probleme. Hey! Jetzt hört euch halt anständig auf, was soll denn das? Beim Frankenderby kann es zur Sache gehen, denn... Weil eben auch der normale Fan heute ein wenig angespannt sein könnte. Beim 271. Frankenderby sind heute 10 Pferdereitergespanne der mittelfränkischen Polizei im Einsatz. Eine von ihnen, die Polizistin Stefanie Hermeling. Ich bin die Steffi, ich bin 31 Jahre alt, bin jetzt seit 1,5 Jahren bei der Reiterstaffel. Und seit 10 Jahren Polizistin. Ob Demonstrationen, Vermisstensuche oder Fußballspiele, immer dann kommt die Reiterstaffel ins Spiel. Also ich liebe meinen Job definitiv. Ich lebe für diesen Job, vielleicht manchmal auch zum Nachteil meines Mannes. es ist der absolute Traumjob. Es ist wirklich das Hobby zum Beruf gemacht und es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Beim Fußballderby kümmern sich Stefanie Hammerling und ihre Kollegen darum, dass sich die Fans der beiden Mannschaften nicht in die Quere kommen. Die Reiterstaffel begleitet den Fanmarsch der Gästefans zum Stadion. Die Herausforderung beim Frankenderby ist definitiv immer die Situation an sich zwischen den beiden Vereinen, weil die sich einfach nicht mögen. Es ist einfach so, da gibt es immer wieder Probleme. Also es kann halt sehr schnell sich die Lage verändern, sehr schnell dynamisch werden, so dass man viel verlegen muss, dass man schauen muss, dass man die Fans trennt, dass es da wirklich nicht zu Problemen gibt, dass jeder entspannt dieses Fußballspiel schauen kann. Bei der Polizei gilt das Frankenderby als hochriskant. Deshalb sind rund 450 Einsatzkräfte vor Ort. Der Leiter der Reiterstaffel, Dominik Böhm, und sein Stellvertreter Thomas Motel koordinieren den Einsatz vom Boden aus. Okay, letztes Update aus der Einsatzbesprechung. In Fürth schon reger Zulauf am Bahnhof. Die U-Bahnen werden bereitgestellt in Fürth. Die sollen dann auch direkt durchfahren bis zur U-Bahn-Messe, wie wir es in der Einsatzbesprechung gesagt haben. An unseren Aufträgen für Trupp 1 und Trupp 2 ändert sich soweit nichts. Und sobald sich die U-Bahnen in Bewegung setzen, spätestens aber ab 16 Uhr, ziehen wir bitte alle zum U-Bahnhof Messe vor. Dann wünschen wir uns einen guten Einsatz. Die Einsatztruppen reiten zum U-Bahnhof Messe. Die Staffelführer fahren mit dem Auto vor. Thomas Motel erklärt, worauf es heute ankommt. Es sind 47.000 Zuschauer heute auch jetzt hier. Wenn alle wohlbehalten nach Hause kommen, dann hat die Polizei einen super Job gemacht. Wir wollen natürlich aber auch, dass die Fans feiern können. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also auch die Fans haben ihr Bedürfnis, dass dieses Spiel, besonders das Derby, zu zelebrieren. Und da ist die Polizei vielleicht ab und zu auch eher, ich will nicht sagen Feindbild, aber störend. Und deswegen versuchen wir das natürlich zu begleiten. Weil für uns wäre das Worst-Case-Szenario tatsächlich, wenn die Fans aufeinandertreffen und es dann zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Ankunft am U-Bahnhof Messe. Dominik Böhm schickt die Reiter in Position. Und Thomas Motel entdeckt eine provokante Botschaft der Heimfans. Die Ultras Nürnberg haben den Fürtern sozusagen einen Willkommensgruß gesendet in Form des Graffitis, weil sie wissen offensichtlich, dass die Fürth-Fans hier aussteigen wollen. Es gibt so diesen Slogan Anti-Fü und der ist leider überall verteilt. Das trägt natürlich nicht zur positiven Stimmung bei. Am U-Bahnhof Messe stehen Reiter und Pferde bereit, um die Fans zu empfangen. Wir stellen uns ja an der Messe auf, warten da, bis die Fans von der Messe runterkommen oder halt von der U-Bahn-Station runterkommen, um erst einmal Präsenz zu zeigen, dass sie auch wissen, dass die Pferde da sind. Danach setzen wir uns nach vorne ab, dass wir diesen Fanmarsch vorwärtig begleiten. Wir erwarten bis zu 2000 Fans hier, die aus Fürth anreisen. Die meisten davon friedlich, eine geringe Anzahl davon sind eben unsere sogenannten Problemfans. Und aufgrund dessen sind wir auch da. Die Greuther Fürth-Fans kommen mit 4 Sonder-U-Bahnen. Gerade ist die erste eingetroffen. Über Funk bekommt Thomas Motel eine Warnung. Die gerade besteht ist, dass sich wohl Fans unten vermummen. Meistens führen sie da nichts Gutes im Schilde. Weil warum sollte ich mich vermummen, wenn ich nichts machen möchte?
Einheiten der Polizei nehmen die Fans in Empfang und begleiten sie nach oben. Aus Erfahrung weiß Stefanie Hameling, dass die Situation schnell mal gefährlich werden kann. Also wenn so viele Fans auf einen zukommen, es macht immer Eindruck. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, auch nach ich weiß nicht wie vielen Fußballspielen, dass keinen Eindruck mehr macht. Die Fans sollten eigentlich auf die anderen U-Bahnen warten, doch sie marschieren entschlossen Richtung Stadion. Staffelführer Dominik Böhm muss schnell handeln. Er schickt die Reiter vor, um die ersten 600 Fans zu stoppen. Dann fordern die Ultra-Fans das Kamerateam auf, die Aufnahmen einzustellen. Sie wollen nicht gefilmt werden. Wir haben alle Arbeitsplätze im Die Polizei schlichtet die Situation. Das Kamerateam kommt den Ultras entgegen, damit sich die Stimmung nicht weiter aufheizt. Die Einsatzeinheiten, die Begleitfahrzeuge und die Reiterstaffel positionieren sich so, dass sich die Fans sammeln können. Ja, das ist schön an dieser Einsatzdynamik, ne? Also alles, was man vorher sich ausgedacht hat, wir bleiben da stehen und empfangen. Ist damit hinfällig, wenn die Fans sich entscheiden, wir rutschen ein Stück weiter vor. Erst wenn alle Sonder-U-Bahnen eingetroffen sind, kann der Fanmarsch beginnen. 5 Minuten später ist die letzte U-Bahn eingefahren. Thomas Motel und Dominik Böhm müssen jetzt verhindern, dass die Fans der beiden Clubs aufeinandertreffen. Der Marsch setzt sich in Bewegung. Robin, du kannst vor und hältst bitte deine Kräfte bereit in der Kurve. Verstanden. Dann traben wir vor. 4 Reiter sollen die nächste Kurve absichern. Die übrigen führen den Marsch an. Ein Begleitfahrzeug informiert die Fans. Eine Durchsage der Polizei an die Fans aus Fürth. Wir werden euch heute mit dem Lautsprecherfahrzeug zum Stadion begleiten und unsere Informationen versorgen. Wir möchten, dass heute Abend alle wieder gesund und sicher nach Hause kommen und hoffen, dass ihr euch an die bekannten Spielregeln haltet. Und dann wünschen wir euch heute einen schönen Tag hier in Nürnberg. Der Weg vom U-Bahnhof bis zum Stadion ist 1,5 Kilometer lang. 6 Pferdereitergespanne führen den Marsch an. Die anderen 4 blockieren weiter vorn Zufahrten, die den Weg kreuzen. Plötzlich zünden Gästefans Pyrotechnik. Die bengalischen Feuer können zur Gefahr für die Pferde werden. Für euch zur Info, Pyro wird gezündet. Die ersten Rauchköpfe rauchen. In Nürnberg steigt heute das Franken-Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Damit die Fans aus Fürth sicher zum Stadion kommen, begleitet sie die Reiterstaffel der Polizei. Der Einsatzleiter Dominik Böhm und sein Stellvertreter Thomas Motel koordinieren die Reiterstaffel und sorgen dafür, dass sich die Fans der 2 Mannschaften nicht über den Weg laufen. Fanmarsch, alles ruhig. Für euch dann bitte hier verlegt weiter vor, große Straße bis zur Abzweigung Kleiner Schlauch. Wir haben einige neuralgische Punkte dann auf dieser Fanstrecke, nämlich wir begeben uns dann von der Messe, die eine sehr große, breit ausgebaute Straße ist, und gehen dann in den kleinen Schlauch, das auch sehr bezeichnend ist. Und in diesem kleinen Schlauch ist rechts und links sind eben Waldgebiete, wo es doch sein könnte, dass der ein oder andere Heimfan dann warten würde. 75, 1, 34, wir sind eingebogen in kleinen Schlauch. Vom Parkplatz große Straße und hier am Anfang sind allerdings noch einige Clubfans. Wir achten auf eine strikte Fantrennung. Jeder, der eine Fanbekleidung anhat, seines Vereins, wird auch in seinen Sektor begleitet. Heißt, wir wollen keine Vermischung unter den Fans, weil eben auch der normale Fan heute ein wenig angespannt sein könnte. Bevor die Gästefans in den Wald abbiegen, müssen die Wege frei von Nürnberger Clubfans sein. Dafür schickt Dominik Böhm 4 Reiter vor, die rot gekleidete Fans aufhalten sollen. So,
Kurzer Hinweis an die Fürther Fans. Wir biegen hier rechts ab in Richtung Stadion. Bei der Absperrung geht's kurz in den Wald rein und dann in Richtung Stadion. Nur wenn sich beide Fangruppen nicht begegnen, ist sicher, dass es keine Auseinandersetzungen geben wird. Die Fürther Fans nähern sich zügig dem Waldgebiet. Halten! Rechts um! Ja, genau. 75-1. Der 34 steht. Nürnberg-Fans müssen warten, bis die Greuther vorbeigezogen sind. Und die kündigen sich schon mit lautem Gesang an. Kurze Lage. Mittlerweile ca. 50 Personen aufgestaut. Der Fanmarsch der Fürther ungebrochen. Die vier Reiter der Polizei positionieren sich vor der Gruppe der Nürnberg-Fans. Die Kollegen der Polizei und die übrigen sechs Reiter lotsen die Fans aus Fürth zum vorgesehenen Eingang am Stadion. Der stellvertretende Staffelführer Thomas Motel zieht ein Zwischenfazit. Man muss ja tatsächlich sagen, es ist eher ein Silent Support gewesen als jetzt richtige Stimmung. Nichtsdestotrotz ist gut verlaufen, keine Störungen. Der bisschen Rauch, der da aufgestiegen ist, durchaus im tolerierbaren Bereich, würde ich sagen. Stimmung durchaus positiv, also für uns sehr gut verlaufender Marsch. Ja, ich glaube schon, dass die Pferde da einen großen Teil mit dazu beitragen, weil sie einfach sehr präsent sind, weil man sie gut sieht, weil sie Ruhe ausstrahlen. Dadurch, dass ja auch der ganze Fanmarsch sehr ruhig war, war es jetzt auch für die Pferde sehr einfach zum Begleiten vorneweg. Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Bis die Gästefans im Stadion sind, müssen sie von anderen Fans getrennt werden. Thomas Motel versucht, die wartenden Nürnberg-Fans zu besänftigen. Ja, genau. Einmal ums komplette Stadion rum. Oder sie warten, bis die Fürth-Fans geschlossen im Stadion sind. Boah, das dauert aber auch wahrscheinlich. Ja. Deswegen sage ich ja, der Weg ist kürzer, aber die Zeit ist sicher länger. Wenn Sie einmal um das schöne Frankenstadion rum wollen. Also auf der anderen Seite ist wohl nicht gesperrt. Da ist frei, rein. Genau. Die meisten Fans haben Verständnis für die Fan-Trennung. Wir müssen jetzt kurz warten, weil die Fürther Fans gerade reingelassen wurden und wir wurden jetzt quasi kurz ausgesperrt. Absolut in Ordnung, weil bevor irgendwas Unnötiges passiert oder irgendjemand verletzt wird oder sowas, völlig okay. Dann warten wir kurz und dann gehen wir halt rein. Außerdem geht es um Fußball und hier nicht um Rauferei, weißt du? Insofern ist es schon korrekt. Es sind eigentlich immer bloß so 5% von den Hooligans oder Ultras, die Stress machen, aber 95 oder 90% sind eigentlich voll okay. Genauso wie von unserer Seite auch. Und dann, kurz vor Anpfiff des Spiels, dürfen auch die Nürnberger Fans den Gasteingang benutzen, um an ihre Plätze zu kommen. Später. Jetzt, gleich nach dem Spiel, begleitet die Reiterstaffel den Fanmarsch zurück zum U-Bahnhof Messe. In der Nachspielphase ist es genauso. Wir machen wieder die Gästetrennung vorne am Gästeblock, dass eben keine Heimfans und keine Gastfans sich vermischen können, dass es da nicht irgendwie zu Problemen kommen kann. Die Nachspielphase. Das Spiel läuft nur noch wenige Minuten. Finaler Spielstand, 1:1 unentschieden. Die Staffel wartet, bis die Gästefans gesammelt das Stadion verlassen. An die Nürnberger Fans, welche Richtung Max-Moller-Platz möchten, die gegenüberliegende Straßenseite nutzen, auf den Pferde zu laufen und dann nach links abbiegen.
Viele Fans sind alkoholisiert. Trotz Sperenzchen und unangenehmer Kontaktversuche, die Reiter müssen professionell bleiben. Wie groß bist du? Ja. 1,65. Ja. Ey, du kommst richtig groß auf dem Pferd. Leck mich am Arsch. Wenn dann soweit alle Gästefans draußen sind, begleiten wir sie in dem Fall rückwärtig, weil von vorne eher unwahrscheinlich jemand kommt, dass eben von hinten keine Heimfans losstürmen können und quasi einmal diesen Gästefanmarsch crashen können. Und wenn die dann alle bei der Messe sind und wieder an ihrer U-Bahn und in der U-Bahn und nach Hause fahren, ist für uns für gewöhnlich Feierabend. Bisher eher lange Gesichter bei den Fans. Das Unentschieden heizt die Stimmung nicht weiter an. Der Fanmarsch zurück verläuft vielleicht auch deshalb bisher ruhig. Doch gerade als die letzten Fans den U-Bahnhof betreten, kommt es doch noch zu einer Auseinandersetzung zwischen den Roten und den Grünen. Wieso provozierst du mich jetzt? Was hast du für ein Problem? Hey! Warum provozierst du mich jetzt? Wie kann das sein, dass hier ich führe dich halt anständig auf. Was soll denn das? Hey! Hey! Was willst du hier? Du musst hier nicht die Messe. Komm, jetzt benehmt euch halt einfach. Was soll denn das? Ist doch alles in Ordnung. Weil der Streit die Stimmung auch bei den anderen Fans aufheizt, trennt Staffelführer Dominik Böhm die Fans mit Hilfe der Pferde. Alles gut. Thomas Motel schildert einem Kollegen die Situation. Was haben Sie jetzt gemacht? Na, Sie wollten jetzt dann auf die zwei los, jetzt haben wir sie kurz getrennt. Das ist alles. Ja, eindrucksvoll auf jeden Fall. Die Nürnberger Fans müssen geduldig warten, bis die Vierter in der U-Bahn sitzen. Erst dann können sie nach Hause. Der angepöbelte Fan zeigt Verständnis für das Einschreiten der Polizei. Unentschieden, super fair. Und dann fangen irgendwelche junge Kerle an zu pöbeln. Ohne Grund, ohne nichts. Dass die Polizei dazwischen gegangen war, einwandfrei. Dafür sind sie da. Die Jungs, das ist halt. Also, ich bin froh, dass sie da sind, dass sie für Ordnung sorgen. Und es ist auch okay so. Thomas Motel ist zufrieden mit dem Einsatz. Es war sehr anstrengend, weil ja auch wir, der Dominik und ich, alles zu Fuß machen, was die Pferde an sich reiten. Aber sonst, wenn nichts passiert ist, kann man immer sagen, die Polizei hat alles richtig gemacht, weil genau das ist unser Auftrag. Dank der Polizei können alle auf ein verhältnismäßig ruhiges Franken-Derby zurückblicken.